Hallo zusammen. Wir müssen zum Abschluss noch mal einen kurzen Blick darauf werfen, wie der Buddhismus eigentlich im Westen, speziell in der westlichen Philosophie, rezipiert worden ist. Dieser Prozess der Rezeption des Buddhismus im Westen ist natürlich etwas, was noch nicht abgeschlossen ist, was auch in unserer Gegenwart immer noch andauert. Und insbesondere in der heutigen Zeit nimmt der Einfluss des Buddhismus auf die westliche Philosophie immer weiter zu. Inzwischen ist man eigentlich so weit, dass man anerkennt, dass eine gewisse Kenntnis buddhistischer Philosophie zum Allgemeingut in der Philosophie oder zumindest in der akademischen Philosophie gehört. Theorien und Begriffe der buddhistischen Philosophie werden eigentlich mehr und mehr anerkannt als Grundbestand einer philosophischen Ausbildung. Also, dass man eine gewisse Kenntnis davon hat, was zum Beispiel das Gesetz des Karma ist, was Dharma sind oder was Nagarjunas Theorie der Lehre bedeutet, das ist eine selbstverständliche, das ist eine Selbstverständlichkeit für viele philosophische Fakultäten in der westlichen Welt. Und wir tun ja hier im Grunde auch gerade gar nichts anderes, als unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Kenntnis buddhistischer Philosophie auch in der westlichen Philosophie mehr und mehr zunimmt. Bis dahin war es allerdings durchaus ein langer Weg. Für lange Zeit war der Buddhismus im Westen praktisch unbekannt. Die Geschichte der buddhistischen Rezeption im Westen beginnt zwar schon in der Antike, aber die Rezeption in früherer Zeit ist doch sehr, sehr spärlich gewesen. In der Antike selbst hatte man eigentlich kein direktes Wissen über den Buddhismus. Der Buddhismus als eine philosophische Schule oder als eine Religion war der Antike vollkommen unbekannt. Das ist eigentlich etwas verwunderlich. Es hätte nämlich durchaus Anlass dazu gegeben, in der Antike in Kontakt zu kommen mit dem Buddhismus. Denken Sie an die Feldzüge Alexanders des Großen. Alexander der Große dringt ja bei seinen Eroberungszügen bis ins Gebiet des Indus vor, den er sogar kurzfristig überschreitet, also ins Gebiet des heutigen Pakistan. Da hat er sich im Jahre 327 vor Christus aufgehalten. Und das ist natürlich in dieser Zeit eine durchaus buddhistisch geprägte Weltregion. In dieser Zeit gab es also auch erstmals Begegnungen von indischen Yogis und Asketen mit der griechischen Kultur. Die Kenntnis von diesen Asketen dringt dann auch auf Umwegen nach Griechenland vor. Sie werden in der griechischen Literatur dieser Zeit als Gymnosophisten, also als nackte Weise, bezeichnet. Allerdings hat man keine genaue Kenntnis der Philosophie, die diese Leute vertreten, sondern die werden eher so als eine Art halbmythologische Kuriositäten behandelt nicht als ernstzunehmende Vertreter philosophischer Strömungen verstanden. Mit dabei bei diesem Alexanderzug bis nach Indien ist übrigens jemand, den Sie vielleicht kennen, nämlich Pyrrhon. Pyrrhon, der Begründer der sogenannten pyrrhonischen Skepsis. Der beteiligte sich am Feldzug Alexanders und kam in dieser Zeit auch natürlich mit indischem Denken dann in Kontakt. Und es gibt daher auch durchaus, naja, wenigstens halbwegs ernstzunehmende Spekulationen, dass die skeptische Philosophie, also die Philosophie der Skepsis im Hellenismus als die philosophische Schule, dass diese philosophische Schule buddhistisch inspiriert gewesen ist oder vielleicht sogar eine Adaption buddhistischen Gedankenguts innerhalb der griechischen Philosophie. Letzten Endes nachweisen kann man das dann natürlich nicht, auch wenn es gewisse inhaltliche Ähnlichkeiten zwischen den beiden Strömungen gibt. Nach dem Tod Alexanders zerfällt dann sein Reich sehr, sehr rasch in einzelne griechisch regierte Teilstaaten in unterschiedlichen Weltregionen. Der Osten wird zum Reich der Seleukiden-Dynastie. Und aus diesem Seleukidenreich, das dann doch immer noch bis an den Hindukusch ungefähr reicht, spaltet sich dann im dritten vorchristlichen Jahrhundert das sogenannte Gräko-Baktrische Königreich ab, das so ungefähr auf dem Gebiet des heutigen Iran, Afghanistan, Pakistan liegt. Und in diesem griechisch-gräko-baktrischen Königreich entwickelt sich relativ bald so eine Art hellenistische griechisch-buddhistische Mischkultur. Das zeigt sich unter anderem zum Beispiel in künstlerischen Darstellungen, also in Statuen wie dieser hier, die ganz eindeutig Züge griechischer Kunst zeigen, aber die natürlich Darstellungen des Buddha sind. Oder man findet das in der Literatur, also zum Beispiel stammen die bekannten
Gespräche des Melinda aus dieser Region, in denen der griechische König Melinda, das ist die indische Variante des griechischen Namens Menandros, mit dem buddhistischen Mönch Nagarjuna disputiert und der Nagarjuna ihm die Grundlagen buddhistischer Philosophie nahebringt. Wir haben in unserem Reader auch so einige Textauszüge aus diesen Gesprächen. In dieser Zeit und in dieser Weltregion entstehen dann auch Übersetzungen buddhistischer Texte ins Griechische und es gibt Konversionen von ethnischen Griechen zum Buddhismus. Allerdings bleibt dieser Einfluss dann doch regional begrenzt. Also es gibt kaum eine Rückwirkung zurück in die griechische Heimatwelt. Da bleibt der Buddhismus weitestgehend oder vollständig unbekannt. Mit dem Ende des Hellenismus reißen dann auch die Verbindungen nach Osten ab. Im Mittelalter sieht die Sache noch düsterer aus. Im Mittelalter gibt es überhaupt keine direkte Verbindung mehr nach Asien. Die Kenntnis über asiatische Kulturen und Zivilisationen ist längst zu einer mythologischen Folklore geworden. Vom Buddhismus weiß man nichts. Interessanterweise aber zeigen sich Reflexionen des Buddha oder der Buddha-Legende in einem byzantinischen Roman, nämlich der sogenannten Legende von Balaam und Josaphat. Also das ist ein Roman, der in Byzanz, also im Oströmischen Reich, so um das Jahr 1000 entstanden ist. Ich lese Ihnen mal ganz kurz vor, was so die inhaltliche Zusammenfassung dieses Romans ist. Die Rahmengeschichte handelt von einem in Indien herrschenden heidnischen König namens Abhenna, dem bei der Geburt seines Sohnes Josaphat geweissagt wird, dass dieser zum Christentum übertreten wird. In der Hoffnung, dieser Vorsehung zuvorkommen zu können, lässt Abhenna einen Palast errichten und seinen Sohn darin einsperren, damit er mit dem Leid dieser Welt nicht konfrontiert wird. Dennoch gerät Josaphat bei einem Ausritt mit dem Leid der Menschen in Kontakt, als ihm ein Kranker, ein Greis und ein Blinder entgegenkommen. Josaphat realisiert die Vergänglichkeit des Menschen und beginnt seine Lebensverhältnisse in Frage zu stellen. Gleichzeitig bekommt der Einsiedler Balaam eine göttliche Eingebung, Josaphat den christlichen Glauben zu vermitteln und ihm somit Antworten auf seine Fragen zu geben. Später empfängt Josaphat den als Kaufmann verkleideten Balaam, der den Prinzen durch belehrende Parabeln zum Christentum bekehrt. Als der heidnische König Abhenna davon erfährt, versucht er seinen Sohn mit weltlichen Genüssen vom Christentum abzubringen, was ihm jedoch nicht gelingt. Statt den Verführungen zu erliegen, beginnt Josaphat die Menschen in seinem direkten Umfeld zu bekehren. Als Abhenna erkennt, dass er seinen Sohn nicht vom Christentum abbringen kann, überlässt er diesem eine Hälfte seines Reiches. In seinem Reichsteil unterstützt Josaphat die Armen und Bedürftigen, teilt seinen Reichtum unter der Bevölkerung auf und lehrt den christlichen Glauben. Schließlich lässt sich auch Abhenna angesichts des großen Erfolgs seines Sohnes in seinen Teil des Reiches zum Christentum bekehren. Er überlässt Josaphat seinen Teil des Reiches und verbringt den Rest seines Lebens als Asket in der Wüste, wo er stirbt. Nach dem Ableben seines Vaters gibt Josaphat die Königskrone ab, zieht selbst in die Wüste und lebt dort mit Balaam, bis er stirbt. Also Sie haben es natürlich sofort gemerkt, das ist die Biografie des Buddha, die Buddha-Legende, die hier im Hintergrund steht und die jetzt hier christlich interpretiert oder verarbeitet wird. Also in irgendeiner Weise ist diese Buddha-Legende zwar präsent im Westen oder in den östlichen Regionen des Westens, aber eine direkte Kenntnis des Buddhismus gibt es natürlich nicht und es wird überhaupt nicht erkannt, dass es sich hier nicht um eine christliche Heiligenlegende, sondern um buddhistisches Gedankengut handelt. Der Buddhismus als eigenständige Religion wird dann auch erst wirklich bekannt, als es wieder direkten Austausch zwischen Asien und Europa gegeben hat. Und zwar lief das zunächst mal über China. Warum über China? Nun, weil der Buddhismus ja in Indien im zweiten Jahrtausend nach Christus ausgestorben war. Das heißt, als im 15. und 16. Jahrhundert die ersten Kontakte zwischen Europäern und Indien wiederhergestellt worden waren, gab es in Indien keine lebendige buddhistische Tradition mehr. Der Buddhismus war allerdings weiterhin lebendig und aktiv in Ostasien, in China und Japan und so gelangt die Kenntnis des Buddhismus erstmalig über China nach Europa. Im 17. Jahrhundert gab es eine Mission von Jesuitenmissionaren in China. Das waren sehr gebildete Leute, die mit dem Ziel, das Christentum in China zu verbreiten, auf eine langjährige Reise nach China gingen, sich dort niederließen, Chinesisch lernten,
Werke der klassischen Literatur studiert und sich ganz allgemein in gebildeten Kreisen im Umfeld des Kaiserhofs bewegt haben. Also unter anderem Matteo Ricci ist da einer der führenden Persönlichkeiten gewesen. Das ist eine ganz wichtige Epoche für den interkulturellen Austausch zwischen China und Europa, insbesondere für die Kenntnis chinesischer Philosophie hier im Westen. Aber es ist eben auch der Startschuss für die neue Rezeption des Buddhismus innerhalb der westlichen Philosophie. Also diese Jesuitenmissionare fertigten erste Übersetzungen chinesischer Texte ins Lateinische an, darunter waren dann auch buddhistische Texte, und durch die Missionstätigkeit gerieten sie dann natürlich auch in Kontakt und teilweise auch in Konflikt mit chinesischen Buddhisten, die dann auch teilweise ja in intellektuellen Austausch, in intellektuelle Argumentation mit den westlichen Missionaren eingetreten sind. Nun, die buddhistische Literatur wird dann, also überhaupt die Literatur, die aus China übersetzt wird, wird dann vor allen Dingen im Westen philosophisch von Leibniz rezipiert und verarbeitet in seinen Novissima Sinica, also Neuigkeiten aus China. Der indische Ursprung des Buddhismus allerdings, der ist in dieser Zeit noch vollkommen unbekannt und man kennt den Buddhismus nur als eine chinesische Religion. Das ändert sich dann ab dem 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert nehmen die Kenntnisse über den Buddhismus ganz rapide zu, insbesondere eben auch über indische Quellen. Ein wichtiger Faktor, der das befördert, ist natürlich der britische Kolonialismus in Indien. Also vom Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts an sind die Briten in Indien präsent und bauen ihr Kolonialreich immer weiter aus, bis es schließlich integriert wird in das britische Empire. Und da spielen eine ganz wichtige Rolle die britischen Beamten, also Kolonialbeamte, die oft eine klassische Bildung mitbringen, kommen nach Indien und beginnen dort dann Sanskrit und Pali zu lernen und auch indische Texte zu übersetzen, was natürlich dann den Wissensstand über indische Kultur und Literatur ganz massiv erweitert hat hier im Westen. Also nur um so ein paar Wegmarken mal zu nennen, im Jahr 1826 erscheint die erste Grammatik des Pali in einer westlichen Sprache, im Jahr 1844 dann die erste Übersetzung des Lotus Sutra. Also ab dieser Zeit sind buddhistische Texte de facto verfügbar in westlichen Sprachen. Im Jahr 1881 haben wir dann die Gründung der Pali Text Society, die bis heute die Basis für die Edition, die wissenschaftliche Herausgabe buddhistischer Texte ist. Im gleichen Jahr erscheint dann auch hier im deutschsprachigen Raum das wichtige Buch des Hamburger Indologen Hermann Oldenberg. Das heißt Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. Und es ist eines der Schlüsselwerke, um zu verstehen, wie der Buddhismus hier im deutschsprachigen Raum, im Westen, überhaupt populär geworden ist. Am Ende des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1893, auch noch eine wichtige Etappe in der Verbreitung des Buddhismus hier im Westen, das Weltparlament der Religionen in Chicago. Der Buddhismus wird bei diesem Weltparlament unter anderem vertreten durch einen Mönch aus Sri Lanka, Anagarika Dharmapala. Und gerade dieser Mönch trägt sehr viel zur Verbreitung buddhistischer Lehren, zur Popularität des Buddhismus im Westen bei. In dieser Zeit, um die Wende zum 20. Jahrhundert, beginnen dann auch die ersten Konversionen von westlichen Menschen zum Buddhismus. Also es bilden sich so eine Art westliche buddhistische Gemeinden ab dieser Zeit etwa. Im 20. Jahrhundert und teilweise auch schon ein bisschen früher kommen dann natürlich noch als weiterer wichtiger Einflussfaktor der Rezeption die Immigration in westliche Länder aus buddhistisch geprägten Kulturen hinzu. Das betrifft vor allen Dingen Nordamerika und zu einem geringeren Teil dann auch Europa und vor allen Dingen da das Vereinigte Königreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann insbesondere der japanische Einfluss, der prägend wird für die Rezeption des Buddhismus im Westen. Also insbesondere der Zen-Buddhismus nimmt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 50er, 60er Jahren, ganz massiv Einfluss auf westliche Literatur, Kultur, Philosophie und noch viele andere Bereiche. Nun, aber wie wird eigentlich der Buddhismus von der westlichen Philosophie rezipiert? Das ist eine extrem komplexe und extrem vielseitige Geschichte, die wir hier unmöglich in aller Vollständigkeit erzählen können. Ich will einfach nur so mal schlaglichtartig ein paar interessante Wegmarken in dieser Rezeptionsgeschichte beleuchten und so ein paar typische Themen herausstellen, die sich immer wieder wiederholen in der Auseinandersetzung von westlicher und buddhistischer Philosophie.
Ganz generell kann man sagen, es gibt ein massives Schwanken innerhalb dieser Rezeptionsgeschichte zwischen negativen und positiven Interpretationen, also zwischen einer totalen Abwertung und einer absurden Überhöhung des Buddhismus ist alles da drin. Und ganz deutlich Missverständnisse der buddhistischen Philosophie ziehen sich durch die Rezeptionsgeschichte durch. Nun, schauen wir uns doch jetzt mal ein paar Beispiele für diese philosophische Rezeption des Buddhismus im Westen an. Da hätten wir zum einen den eben schon genannten Leibniz. Leibniz erwähnt den Buddhismus unter anderem in seiner Theodizee und da finden wir eine ganz interessante Passage. Er schreibt da nämlich: Die von den Quietisten sehr weit getriebene Vernichtung unserer individuellen Eigentümlichkeit dürfte bei einigen verkleidete Gottlosigkeit sein. Wie man von dem Quietismus des Vor berichtet, dem Stifter einer großen Sekte Chinas, der seine Religion 40 Jahre lang predigte und als er sich dem Tode nahe fühlte, seinen Schülern erklärte, er habe ihnen die Wahrheit unter dem Schleier des Gleichnisses verborgen und alles sei auf das Nichts als das erste Prinzip aller Dinge zurückzuführen. Vor, das ist der Buddha. Also Vor ist die chinesische Bezeichnung für den Buddha und wie eben erwähnt, Leibniz kannte den Buddha nur als einen chinesischen Philosophen, kannte ihn nur in seiner chinesischen Rezeption und nicht in seinem indischen Ursprung. Deswegen bezieht er sich hier, wie das noch eine ganze Weile später auch geschieht, auf die chinesische Form des Buddhismus. So, was wir hier sehen können, ist eines der großen Themen der Rezeption, nämlich die Idee des Nihilismus. Leibniz versteht den Buddhismus als einen Nihilismus, als eine Lehre, nach der das Nichts das Prinzip aller Dinge ist. Und da merken Sie natürlich, was da im Hintergrund steht. Das ist wieder die Idee der Lehre, wie wir sie bei Nagarjuna und im Mahayana-Buddhismus überhaupt kennengelernt haben, die hier von Leibniz als das Prinzip der ganzen buddhistischen Philosophie verstanden wird, weil eben in China vor allen Dingen der Mahayana-Buddhismus prägend gewesen ist und die er hier mit dem Nichts identifiziert, was natürlich schräg ist. Wir haben darüber gesprochen, dass Nichts und die Lehre, das sind nicht Begriffe, die beliebig austauschbar wären. Interessant an dieser Passage ist jetzt auch, dass Leibniz sich offenbar an dem Modell der vorsokratischen Philosophie orientiert, indem er dieses Konzept von Prinzip aller Dinge ins Spiel bringt, um den Buddhismus zu verstehen. Die vorsokratische Philosophie drehte sich ja um diese Frage, was ist das Prinzip, die Archä aller Dinge? Sie kennen das vielleicht, ne? Thales sagt, das Wasser ist das Prinzip aller Dinge, Anaximenes sagt dann, die Luft ist das Prinzip aller Dinge und Anaximander sagt, das Apeiron, das Unbegrenzte, das Unmessbare und so weiter und so fort. Und in diese Reihe wird dann auch der Buddha einsortiert, als einer, der behauptet, dass Nichts ist das Prinzip aller Dinge. Also es gibt sozusagen eine kosmologische Interpretation der buddhistischen Philosophie. Und dieser Vorwurf des Nihilismus, der begleitet die westliche Rezeption des Buddhismus für eine lange, lange Zeit. Während das 17. und 18. Jahrhundert jetzt noch ein eher positives Bild des Ostens hatte, ändert sich das dann im 19. Jahrhundert. Und das merken wir auch in der Philosophie. In der Philosophie des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel bei Hegel, finden wir ein deutlich negativeres Bild des Buddhismus, als wir es noch in früheren Zeiten haben. Hegel schreibt zum Beispiel in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Religion zum Buddhismus: So verschiedenartig die Menschen und Dinge sind, so ist also nur ein Prinzip, woraus sie hervorgehen, in dem sie sind, aus dem sie bestehen und wohin sie zurückkehren. Dies ist das Nichts. Es ist vollkommen fein, ganz einfach und rein. Nicht, dass es nicht wäre, sondern es ist das rein mit sich selbst identische, unbestimmte, eine substanzielle. Es ist also ganz rein, vollkommen einfach, in ewiger Ruhe. Es hat weder Tugend noch Macht noch Intelligenz. Diese bestimmten Unterscheidungen fehlen ihm. Es ist ganz bestimmungslos. Was das Verhältnis des Menschen zu diesem Prinzip betrifft, so gilt dies, dass um glücklich zu sein, der Mensch durch fortwährende Spekulation, fortdauernde Meditation, durch fortwährende Siege über sich selbst, sich bemühen muss, sich diesem Prinzip gleichzumachen. Er muss sich bemühen, nichts zu wollen, nichts zu wünschen, nichts zu tun. Er muss ohne Leidenschaften sein, ohne Neigungen und ohne Handlungen. Wenn er in diesen Zustand der vollkommenen Parteilosigkeit, Interessenlosigkeit gekommen ist, so ist hier keine Rede mehr von Tugend und Laster, Belohnung und Strafe, Versöhnung und Sterblichkeit der Seele, Verehrung und so weiter und so fort. Alles dies ist verschwunden und die Heiligkeit des Menschen besteht darin, in diesem Schweigen sich zu vereinigen mit dem Gott.
In dem Aufhören aller Bewegung, Regung des Körpers, aller Bewegung der Seele, darin besteht das Glück. Und wenn der Mensch sich zu dieser Stufe der Vollkommenheit erhoben hat, so gibt es keine Verwandlungen mehr und seine Seele hat keine Wanderungen mehr zu befürchten, denn er ist vollkommen identisch geworden mit dem Gott vor. Also auch hier in dieser sehr wortreichen Passage finden Sie wieder die grundlegende Idee, Buddhismus ist Nihilismus. Und ein weiterer Gedanke taucht jetzt hier auch wieder auf, also die Erweiterung könnte man sagen, dieser nihilistischen Grundthese des Buddhismus. Buddhismus ist Vernichtung, Buddhismus ist die Abtötung des Selbst. Und auch die Idee der Passivität lässt sich hier wiederfinden, also der Buddhismus als eine passive, vielleicht sogar lethargische Philosophie und Weltsicht stellt sich dem aktiven westlichen Denken gegenüber. Generell sieht Hegel Asien, China und Indien in gleicher Weise als vorgeschichtliche Zivilisationen an. Ich war für sein Denken charakteristisch ist ja diese Idee von der Selbstmanifestation des Weltgeistes und die geschieht in einem dialektischen Prozess, der sich für Hegel allerdings vorwiegend in Europa abspielt. An der Peripherie in China, in Indien und so weiter, da liegen dann die Länder, die aus diesem dialektischen Entfaltungsprozess irgendwie rausgefallen sind. Das heißt, die sind immer in irgendeiner Weise zurückgeblieben hinter dem westlichen Geist. Der Aspekt der Reinkarnation taucht jetzt hier auch auf. Also offenbar ist Hegel bewusst, dass der Buddhismus eine Wiedergeburtslehre vertritt. Aber gleichzeitig auch das Missverständnis, dass hier der Buddha als ein Gott gedacht wird, als ein Gott, der vielleicht mit dem Prinzip auch identisch ist und mit dem man sich dann vereinigen sollte. Was hier wohl im Hintergrund steht, ist auch wieder diese Buddhologie der Mahayana-Philosophie, die den Buddha als den Dharma-Körper beispielsweise kennt, was hier in irgendeiner Weise durchscheint, aber massiv natürlich missverstanden wird. Eine deutlich positivere Sicht des Buddhismus finden wir einige Zeit später bei Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ist ja vielleicht derjenige Philosoph im Westen, der als erster den Buddhismus ernsthaft als eine Philosophie rezipiert. Einerseits hat Schopenhauer ein positives Bild vom Buddhismus, was aber in vielen Punkten daran liegen dürfte, dass er den Buddhismus mehr oder weniger gerechtfertigterweise mit seiner eigenen Philosophie identifiziert. Auf der anderen Seite hat er aber auch gewisse Schwierigkeiten bei seinem Verständnis des Buddhismus, weil er beispielsweise den Buddhismus in einigen Punkten indifferent mit verschiedenen anderen indischen Philosophien vermischt und die quasi über einen Kamm schert. Er schreibt beispielsweise in der Welt als Wille und Vorstellung, da finden Sie in diesem Werk eine ganze Reihe von Passagen, die sich in ähnlicher Weise anhören. Also sagt er, Brahmanismus und Buddhismus, die den Menschen lehren, sich als das Urwesen selbst, das Brahmen zu betrachten, welchem alles Entstehen und Vergehen wesentlich fremd ist und so weiter und so weiter. Also hier sehen Sie, Brahmanismus und Buddhismus werden quasi als das Gleiche aufgefasst. Also diese hinduistische Form des Brahmanismus, die lehrt, dass es die Einzelseele und die Weltseele gibt und dass es das Ziel der Einzelseele ist, mit der Weltseele, dem Brahma, in Einklang zu kommen. Das wird einfach identifiziert mit dem Buddhismus, der natürlich was vollkommen anderes lehrt. Aber Schopenhauer sieht das alles als mehr oder weniger das Gleiche an. Ganz generell versteht Schopenhauer den Buddhismus auch als eine pessimistische Religion und identifiziert ihn oder bringt ihn in die Nähe des Christentums, zumindest in die Nähe des Christentums, so wie Schopenhauer das Christentum versteht. Er schreibt beispielsweise in seinen Parerga und Paralipomena über die verschiedenen Religionen, der Grundunterschied der Religionen liegt darin, ob sie Optimismus oder Pessimismus sind. Keineswegs darin, ob Monotheismus, Polytheismus, Trimurti, Dreieinigkeit, Pantheismus oder Atheismus wie der Buddhaismus. Dieser wegen sind Altes Testament und Neues Testament einander diametral entgegengesetzt und ihre Vereinigung bildet einen wunderlichen Kentauren. Das Alte Testament nämlich ist Optimismus, das Neue Testament Pessimismus. Jenes stammt erwiesenermaßen von der Ormuzd-Lehre. Dieses ist, seinem inneren Geiste nach, dem Brahmanismus und Buddhaismus verwandt, also wahrscheinlich auch historisch irgendwie aus ihnen abzuleiten. Jenes ist eine Musik in Dur, dieses in Moll. Bloß der Sündenfall macht im Alten Testament eine Ausnahme, bleibt aber unbenutzt, steht da wie ein Hors d'œuvre, bis das Christentum ihn als seinen allein passenden Anknüpfungspunkt wieder aufnimmt.
Also Schopenhauer bringt irgendwie Christentum und Buddhismus in eine inhaltliche Verbindung miteinander, versteht sie beide als pessimistische Religionen, also die den Willen zum Leben verneinen und meint auch sowas wie eine historische Verbindungslinie, eine genealogische Verbindungslinie zwischen den beiden ziehen zu können, was natürlich also aus der Sicht moderner Religionsgeschichte ziemlich weit hergeholt ist. Was man hier aber auch erkennen kann, ist, dass Schopenhauer eben dazu neigt, den Buddhismus als eine Projektionsfläche für seine eigene Philosophie zu verstehen. Das ist etwas, was vor ihm oder insbesondere nach ihm noch einige andere getan haben. Also Schopenhauer gleicht den Buddhismus an sein eigenes System an und findet dann im Buddhismus Elemente seines eigenen Denkens wieder, aber verzerrt natürlich den Buddhismus dadurch, sieht ihn immer nur durch die Brille seines eigenen Denkens und nicht als das, was er selbst ist. Also wir haben es eben an der Passage gesehen, bei dem Gegensatz von Optimismus, Pessimismus, der dem Buddhismus eigentlich grundsätzlich fremd ist. Der Buddhismus würde sich nicht als eine pessimistische Religion verstehen, sondern im Gegenteil als eine optimistische Religion, wenn damit eben gemeint sein soll, dass es ein Weg ist zur Befreiung aus dem Leiden. Aber man kann es auch sehen, zum Beispiel an Schopenhauers Idee von Leiden und Erlösung aus dem Leiden. Er sagt nämlich dann dazu: Jene große, im Christentum wie im Brahmanismus und Buddhismus enthaltene Grundwahrheit also, nämlich das Bedürfnis der Erlösung aus einem Dasein, welches dem Leiden und dem Tode anheimgefallen ist, und die Erreichbarkeit derselben durch Verneinung des Willens als durch ein entschiedenes der Natur entgegentreten, ist ohne allen Vergleich die wichtigste, die es geben kann, zugleich aber der natürlichen Richtung des Menschengeschlechts ganz entgegen und nach ihren wahren Gründen schwer zu fassen. Und hinter diesen Begriffen, die jetzt hier auftauchen, wie zum Beispiel Erlösung aus dem Leiden und Verneinung des Willens, da steht bei Schopenhauer natürlich eine ganz andere Vorstellung als das, was der Buddhismus damit versteht. Aber Schopenhauer identifiziert das dann natürlich mit seinem eigenen System. Also klar, im Buddhismus kommt so etwas vor wie der Durst, das Anhaften, was man irgendwie in Verbindung bringen kann mit dem schopenhauerschen Konzept des Willens. Und natürlich gibt es auch eine Erlösung aus dem Leiden im Buddhismus. Aber auch das ist nicht unbedingt im Buddhismus dasselbe wie bei Schopenhauer. Wobei Schopenhauer dann eben es eher so sieht, dass der Buddhismus auf andere Weise das ausdrückt, was Schopenhauer eigentlich sagen möchte. Allerdings, man muss auch zugestehen, Schopenhauers intensive und positive Rezeption des Buddhismus bereitet dann den Weg für die Popularität und die weitere Verbreitung des Buddhismus im Westen und in der westlichen Philosophie. Ein bisschen ähnlich ist es dann auch wieder einige Zeit später bei Friedrich Nietzsche. Nietzsche stellt insbesondere im Antichrist den Buddhismus und das Christentum einander kontrastiv gegenüber und gibt dann dem Buddhismus den Vorzug. Schauen wir uns hier nochmal eine Passage an, die auch wieder sehr erleuchtend ist. Nietzsche schreibt da: Der Buddhismus ist 100-mal realistischer als das Christentum. Er hat die Erbschaft des objektiven und kühlen Problemestellens im Leibe. Er kommt nach einer hunderte von Jahren dauernden philosophischen Bewegung. Der Begriff Gott ist bereits abgetan, als er kommt. Der Buddhismus ist die einzige eigentlich positivistische Religion, die uns die Geschichte zeigt, auch noch in seiner Erkenntnistheorie, einem strengen Phänomenalismus. Er sagt nicht mehr Kampf gegen die Sünde, sondern ganz der Wirklichkeit das Recht gebend Kampf gegen das Leiden. Er hat, dies unterscheidet ihn tief vom Christentum, die Selbstbetrügerei der Moralbegriffe bereits hinter sich. Er steht, in meiner Sprache geredet, jenseits von Gut und Böse. Und dieses Jenseits von Gut und Böse, da merken Sie es natürlich, also Nietzsche will hier nicht nur in seiner Sprache reden, sondern er will den Buddhismus als eine Vorform oder so etwas seiner eigenen Philosophie verstehen. Hier finden wir wieder ganz ähnlich wie bei Schopenhauer den Buddhismus als die Projektionsfläche für eigene philosophische Ideen. Also dass er beispielsweise dem Buddhismus diese Ablehnung des Gottesbegriffes unterschiebt, das ist nicht zufällig. Nietzsche, der Philosoph des Gott ist tot, sieht natürlich dann in dem sogenannten atheistischen Buddhismus eine Vorform seiner eigenen Philosophie, in der auch schon dieses Gotteskonzept überwunden ist. Was hier unter den Tisch fällt, natürlich gibt es auch im traditionellen indischen Buddhismus die Vorstellung von Göttern, die dann aber irgendwie anders zu verstehen sind als der Gott im Christentum. Aber ja, dieser Punkt wird dann übersehen. Oder Sie finden dann auch hier
das Jenseits von Gut und Böse, die Überwindung der Moral, auch das ein zutiefst nietzscheanischer Gedanke, dass die Moral zurückgelassen werden muss und wir eben jenseits von Gut und Böse stehen sollten. Und er meint, das im Buddhismus wiederzufinden, was natürlich auch Käse ist, denn der Buddhismus ist im Gegenteil eine sehr moralische Philosophie, die großen Wert legt auf die moralische Kultivierung des Selbst, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, als einen wichtigen Pfeiler auf dem Weg zur Erlösung. All diese Dinge, die Nietzsche hier dem Buddhismus zuschreibt, kann man ihm eigentlich sinnvollerweise nicht zuschreiben. Es ist eher wieder mal Nietzsche, der sich selbst im Buddhismus wiederfinden möchte. Eine positivere Wendung nehmen die Dinge dann zum 20. Jahrhundert hin. Und hier will ich noch kurz exemplarisch auf Karl Jaspers hinweisen. Karl Jaspers, der bekannte Existenzphilosoph, hat eine sehr viel gelesene und sehr weit verbreitete Philosophiegeschichte geschrieben. Es heißt Die großen Philosophen. Und in diesem Buch Die großen Philosophen, da tauchen ganz am Anfang im ersten Kapitel Sokrates, Jesus, Konfuzius und Buddha als die vier maßgeblichen Menschen auf, also als die vier Menschen, deren Denken die Entwicklung der Menschheit in höchstem Maße geprägt hat. Nun, was schreibt jetzt der Jaspers da über den Buddha? Er sagt, Buddha ist die Verwirklichung eines Menschseins, das in der Welt in Bezug auf die Welt keine Aufgaben anerkennt, sondern in der Welt die Welt verlässt. Es kämpft nicht, es widersteht nicht. Es will nur als dies durch Nichtwissen gewordene Dasein erlöschen, aber es will so radikal erlöschen, dass es sich nicht einmal nach dem Tode sehnt, weil es über Leben und Tod hinaus eine Stätte der Ewigkeit gefunden hat. Mag aus dem Abendlande entgegenschwingen, was analog scheint, die Gelassenheit, die Weltfreiheit der Mystik, das Nichtwiderstehen dem Bösen bei Jesus. Im Abendland war Ansatz oder Moment, was in Asien zum Ganzen und damit ganz anders wurde. Daher bleibt das erregende Spannungsverhältnis zum anderen, wie im Persönlichen von Mensch zu Mensch, so im Großen von einer gemeinschaftlichen Welt des Geistes zu anderen. Wie im persönlichen Umgang bei aller Freundlichkeit und Nähe und Vertrauen und Wohlwollen plötzlich eine Ferne fühlbar werden kann. Als ob es wie ein Entgleiten wäre des anderen und meiner selbst, als ob ein Nicht-Anders-Sein-Können sich trenne und dies im letzten Grunde doch nicht anerkennen will, weil die Forderung der gemeinsamen Bezogenheit auf die Mitte der Ewigkeit nicht aufhört, daher ein besseres Verstehen immer wieder gesucht wird. So ist es zwischen Asien und Abendland. Was Jaspers hier in dieser Passage durchblicken lässt, ist etwas Wichtiges, nämlich die Anerkennung der Eigenständigkeit des Buddhismus. Er sieht, dass der Buddhismus etwas Eigens ist, dass es eine ganz eigene Philosophie ist, die eben nichts Vergleichbares im Westen hat, dass er doch irgendwie etwas ganz anderes ist. Jaspers versucht nicht irgendetwas aus seiner eigenen Philosophie oder irgendetwas, was er aus der westlichen Philosophie bereits kennt, in den Buddhismus hineinzulegen und den Buddhismus mit dem zu identifizieren, was man im Westen schon vorfinden kann, sondern er sieht gewisse Anknüpfungspunkte, ja, aber sagt dann, es ist doch etwas ganz anderes geworden aus diesen Ansätzen als im Westen. Der Buddhismus ist etwas ganz Eigenes. Er ist etwas, was nicht in gleicher oder ähnlicher Form so schon im Westen vorhanden ist. Und daher sieht Jaspers eben auch die Differenz zum Westen. Er sieht, dass der Buddhismus eine fundamental andere Sicht auf die Welt hat. Das macht er ja ganz schön mit dieser Parabel deutlich, wenn er da von dem plötzlichen Erkennen der Differenz zwischen mir und dem anderen spricht, wobei man sich doch eigentlich die ganze Zeit so vertraut ist, dass man plötzlich merkt, Moment mal, der andere denkt doch irgendwie ganz anders über diese Sachen als ich. Und so ist es zwischen Asien und Abendland, sagt Jaspers. Man erkennt, dass man sich doch irgendwie ferner ist, als das auf den ersten Blick aussehen könnte. Er betont also auch gleichzeitig damit die Notwendigkeit, immer wieder am eigenen Verstehen zu arbeiten und nicht davon auszugehen, dass man sich selbst und den anderen sowieso schon immer richtig verstehen könnte. Und das, diese Arbeit am wechselseitigen Verstehen, das ist eine Aufgabe, die auch für uns immer wieder heute noch neu zu erledigen ist.